In meinem letzten Video habe ich mich ja mit dem Update von ChatGPT auch beschäftigt, vor allen Dingen auch mit den erweiterten Audiofähigkeiten in der mobilen App, der Sprachausgabe, der Sprachaufnahme und der ja natürlichen Sprachwiedergabe. Und ich hatte ja im Video die Frage gestellt, für was wir uns so einen Einsatz ja vorstellen können. Und ich hatte jetzt spontan irgendwie die Idee, kann ich gemeinsam mit ChatGPT eine Veranstaltung moderieren? Ich habe also einen Prompt geschrieben, den gebe ich auch gerne in die Videobeschreibung mit rein und wir schauen uns jetzt einfach das Ergebnis mal an. Es geht los, ich bin gespannt. Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Tobias Albers Heinemann und ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer Veranstaltung und mit mir darf ich begrüßen meine Co-Moderatorin Chitty. Hallo zusammen, ich bin Chatty und freue mich sehr, heute dabei zu sein. Unser Thema KI, Herausforderungen und Potenziale für die Bildungsarbeit mit Erwachsenen ist super spannend und wir haben viele interessante Punkte vorbereitet. Tobias, magst du uns den Ablauf des Vormittags vorstellen? Ja, sehr gerne, Chatty. Also, zuerst haben wir uns gedacht, wir bieten eine Einführung in das Thema künstliche Intelligenz ein. Auf der theoretischen Ebene beschäftigen uns mit Grundbegriffen und Konzepte der KI und geben einen Überblick über ja aktuelle Möglichkeiten und Trends in diesem Bereich. Chatty, was kommt danach? Danach tauchen wir tiefer in das Thema generative KI ein. Wir werden erklären, was generative KI genau ist und wie sie funktioniert, inklusive praktischer Beispiele wie Chatbots und Textgeneratoren. Dabei zeigen wir auch, wie diese Technologien in der Bildungsarbeit genutzt werden können. Tobias, was erwartet uns anschließend? Es soll natürlich auch Möglichkeit für Austausch und Fragen geben. Das heißt, ihr beschäftigt euch dann in Kleingruppen mit bestimmten Themen und habt dann die Möglichkeit, mit Leitfragen in das Plenum zu kommen. Und dort können wir uns dann auch mal mit konkreten Praxisbeispielen auseinandersetzen. Und was soll das Ziel dieser ganzen Veranstaltung sein, Chatty? Das Ziel unserer Veranstaltung ist es, euch ein solides Grundverständnis für die Funktionsweise von KI zu vermitteln und zu zeigen, dass es bereits jetzt viele praktische Einsatzszenarien gibt. Keine Sorge, ich als KI habe nicht vor, die Welt zu beherrschen und die Menschheit zu versklaven. Hahaha! Wir möchten euch inspirieren, eigene Ideen und Konzepte für den Einsatz von KI in der Bildungsarbeit zu entwickeln. Tobias, was steht als nächstes auf dem Programm? Pause. Ja, total cool. Also vor allen Dingen auch vom Ablauf her. Es gab ein kleines Skript, das, wie gesagt, stelle ich euch in der Videobeschreibung mal zur Verfügung. Ich finde es klasse, wie Chatty auf das eingegangen ist, was ich gesagt habe. Und sich auch an den Ablauf gehalten hat. Ich bin total gespannt. Wir müssen noch ein bisschen so die Anfangslatenz noch wegkriegen. Dann ist das lustig. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu meint, wie ihr das findet. Ich finde es gerade total lustig. Ich wünsche euch was. Bis bald. Macht's gut. Ciao.